So, willkommen zurück. Nächste Folge X3 Farnhams Legacy. Wie immer mit mir, im PP. Zum Wohl. Wir stoßen mit Wasser drauf an. Ich habe gerade eine Mission gemacht und habe gemerkt, dass ich ja noch gar nicht die Aufzeichnung gestartet habe. Es waren 8 Millionen. Wir sind hier gerade in einer heiligen Vision unterwegs. Fliegen einmal komplett in den Süden. Heilige Vision, Delta. Bis ganz nach unten zur heiligen Vision Zeta, damit wir sicherstellen können, dass hier nicht auch noch irgendein blödes Schiff ist. Wir waren gerade hier in Delta auf dem Weg in den Süden und dann wurde uns ein 8-Millionen-Auftrag angeboten, ein paar Angestellte durch die Gegend zu schippern und da kann man natürlich nicht Nein sagen. Das ist klar, deswegen haben wir das kurz gemacht und jetzt fliegen wir halt gerade wieder Richtung Süden weiter. So, und Heilige genau, Vision, mach das Delta. gleich jetzt auch. Jetzt fliegen wir aber dran vorbei. Ich meine, den Außenposten brauche ich eigentlich nicht anfunken, weil eine Kampfmission kann ich natürlich mit der Ortolan nicht machen. Funk ihn trotzdem an. Kann nicht anders. Sie sprechen mit dem automatisierten. Xenon und Patrouille, nein. Ich meine, egal was es gewesen wäre, ich jetzt eh nicht angenommen. Wobei ja hier eine Waffenplattform rumsteht. Sogar eine große, deswegen so ein Verteidigen Sie Station machen, hätte ich annehmen können, weil das die Waffenplattform hätte, glaube ich, das meiste erledigt. Beziehungsweise alles. So, das ist jetzt einfach, wie gesagt, nur zum Gucken. Heilige Vision, Zeta. Weil hier haben wir einen Ausrüstungsstock und da wird mein Frachter unterwegs sein, genau dorthin. Hier ist nichts weiter. Aber es hätte sein können, dass gerade diese Nemesis hier noch feindlich geblieben wäre, wenn ich jetzt nicht in den Sektor eingetreten wäre. Deswegen ist das gut, dass wir das kontrolliert haben. So, jetzt muss ich aber mal kurz schauen, wo ich überhaupt meine Maru geparkt habe. Schwarze Sonne. Ist eigentlich auch ein bisschen risikoreich, die in der schwarzen Sonne zu parken, in einem Sprungantrieb Sektor, wo immer abgeladen. wieder die 10% Xenon reinspringen. Zwang. Aber wer nicht wagt, Erreiche schwarze Sonne. bisschen Nervenkitzel muss er sein. Kugarasumaru. So, dann wechseln wir mal wieder. So, liebe Ottolan, dockst jetzt aber am nächsten Sonnenkraftwerk an hier. Andockerlaubnis erteilt. Mittlerweile hätten wir übrigens auch genügend Kohle, um einfach aus Spaß den Tempel der Gona zu kaufen. Allerdings haben wir noch nicht so viel Geld, dass ich mir ein paar M2s kaufen kann, was wir auch noch machen. Und den Tempel der Gona zu kaufen. So viel Kohle haben wir leider noch nicht. Sie sprechen mit dem. Welch knapp. Übermittle jetzt die Informationen. Übernehmen Sie den Auftrag? Oh, für 9,4 Millionen ein bisschen Personal transportieren, das mache ich. Ich könnte wetten, dass mit diesem Auftrag der Rang bei den Paraniden wieder in den Keller rauscht. Wir werden es gleich sehen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen Autopilot So, deaktiviert. intelligente, zielsuchende Raketen in Ödland. Also einmal rüberspringen nach Ödland. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Erreiche Ödland. So, ich bin gespannt. Wir werden beobachten. Bevor wir dort sind, Produktionskomplex. sind wir bei Intelligente, zielsuchende Raketen. 96% Alpha. bei den Paraniden. Mal gucken, ob wir jetzt wieder ins Bodenlose stürzen, weil das ist oft passiert, als ich solche Militärtransportmissionen gemacht habe. Aber von 9 Millionen kann ich auch hier nicht Nein sagen. Wäre halt blöd, wie zweckst du mal Mut. Ja, glaube ich momentan. Vielleicht ist er noch bei den Boronen, aber er ist kurz vor dem Paranidensektor. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Eingehende Nachricht. Okay, ja, gut. Es ist nicht ins Bodenlose gestürzt, aber es hat 22% bei den Paraniden gekostet. Das ist viel. Das ist echt viel. Aber wir sind noch befreundet. Das ist doch die Hauptsache.
Wo sind denn meine beiden Kandidaten? Der ist im Reich des Kardinals. Ja, er befindet sich auf der Route, die ich vermute, er geht geradeaus durch. Das heißt, er fliegt tatsächlich so rüber. Ich meine, andere Möglichkeit hat er ja nicht, weil er fliegt ja nicht durch die Piratensektoren hier. Und wo ist der Mammut? Der ist in Dreieinigkeit Delta. Und wo fliegt er hin? Fliegt direkt nach Süden. Fliegt er jetzt hier so rum? Was meiner Meinung nach ein Umweg wäre im Vergleich, wenn er so rumfliegen würde. Oder macht der Moment? Nein, nein, der fliegt gar nicht zu diesen militärischen Außenposten. Also Nachschub militärischer Außenposten, Zeus Geist. Ach nee, Moment, jetzt, ich erinnere mich wieder. Ich glaube, da hatte der den Falkenfrachter hingeschickt. Also er selbst fliegt dort nicht hin, sondern er selbst fliegt nach Omikron Lyre und dann begegnen die sich tatsächlich unterwegs. Und zwar gar nicht mehr so lange, weil der ist ja schon hier im Reich des Kardinals. Ist ja noch 1, 2, 3, 4, 5 oder eben obenrum 6, 7, 8. 8,5 Sektoren, dann treffen die sich. Also das kriegen wir vielleicht heute noch mit, dass die sich treffen und dass die tatsächlich die Energiezellen gegenseitig übergeben und dass er dann noch voll Achtung, rüberspringen kann. Andockrampe 2 ist ab Interessant. sofort wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Interessant ist es nur dann, wenn er den wieder losschickt, wo er den hinschickt, und dann schickt er den wahrscheinlich zum nächsten Sonnenkraftwerk und der Mammut springt dann weg und dann ist er wieder in der ganzen Galaxis unterwegs. Okay. Gibt es etwas? Rechnen Sie unterwegs mit Beteiligen Feindkontakt? Sind Sie Sie dort? Yaki? Nein, keine Agenten. Autopilot deaktiviert. Hier gibt es keine Agenten, also machen wir das nicht. Aber hier oben vielleicht? Munitionsfabrik Alpha. Gehen wir da mal kurz rüber und fragen. Sie sprechen, gibt es? Ich sind Sie an dem Job in. Konvoi 2 gespannt. Nee, und den brauche ich nicht fragen. Der will auf jeden Fall einen Konvoi 2 gespannt. Bin ich überhaupt gerade im Ödland? Dann fliegen wir nach Polarstern. So. Vollgas. Gut. Erreiche Polarstern. Ah, hier gibt es ein paar Kill-Missionen. Fangen wir mal hier an. Kahuna-Presse, M. Sie sprechen mit dem. Was soll Sogar ich hätte gleich diese zwei. Mission könnte Ihnen ernst. Gut, hier gibt es einen Sie Agenten, das sprechen machen mit dem wir. Auto. Gibt es etwas? Sind Sie an dem Job? So, Pirat, Skorpion. der gute alte Mausflug. Dann wollen wir doch mal gucken, Sie nicht, dass ist ich nun in Feuerreichweite. in meinem Blutrausch die Leute wieder vergesse, Im Namen unseres Präsidenten und Senators danken aussteigen Ihnen zu die lassen. Argonische Föderation für. Gut, die Kleinen, die kann ich. Prüfbaum enthält nun Mantis-Rakete. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Kleinen, die kann ich gar nicht aussteigen lassen. Ja, super, der hat's überlebt, aber der steigt nicht aus. Pirat Harrier. Das ist ein Harrier, haben wir auch. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Moment, ich muss mal kurz aus dem Mausflug raus, weil ich nämlich hier schon wieder die falschen Raketen drin habe. Dann die Wespe. Wespe-Rakete installiert. So, den Harrier, den will ich gar nicht angreifen, der ist mir zu doof. Pirat Bussard, Angreifer. Aber dich. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Dafür wirst du nun büßen. Sie wurden befördert. So, jetzt haben wir einen neuen Kampfrang erreicht. Jetzt schlage ich zurück. Okay, hier kümmert sich schon jemand. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Er will auch nicht aussteigen, schade. Jetzt achte ich mal drauf. Oh.
Kann es sein, dass ich gerade sehr effektiv schieße? Ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber... Kannst du mal bitte... Er will nicht. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Die will auch nicht auf. Nicht hin. Sie lag großartig. Genau das, was ich brauche. Was? Sie haben Ansehen eingebüßt. Was? Ach, Pirat. Okay, ich dachte gerade. Der will nicht aussteigen. So, noch einmal drauf schießen und nochmal fragen. Ich hoffe, Sie ersticken an meinen Abgasen. Okay, er will einfach nicht aussteigen. Oh gut. Ich sehe sie auf der anderen Seite wieder. Gut, dann halt sie leider. Haben da fantastische Arbeit geleistet. Überweise jetzt die Bezahlung für die Mission. Danke, nichts Besonderes. Gut, dann machen wir halt die nächsten Kill-Missionen. Also hier war ja, sie das war ja nichts Gescheites, gell? Von Vault 2 gespannt, genau, dann haben wir hier noch und die Handelsstation. Also ich muss sagen, ich war gerade sehr effektiv im Abschießen. Ich habe wenig Schüsse vorbeigesetzt. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Wasser, ich verschlüssle jetzt die Daten für Patrouillen die Übertragung. Glauben Posten. Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Ja, stimmt. Wie soll das gehen? Ersticken an den Abgasen. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt über den Spruch, dann ist er unlogisch. Du hast vollkommen recht, ja. Im Weltall etwas schwierig, wenn man in einem separaten Raumschiff unterwegs ist. Gut, er war das, hat das wahrscheinlich eher bildlich gemeint. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch. Beschützen, da ist kein Agent dabei, also machen wir das nicht. Sind Sie an dem Job interessiert? Reise des Lebens machen wir auch nicht. Sollen wir weiter Richtung Osten fliegen? Aguilars Gürtel? Ja, komm, wenn wir gerade hier schon so auf der Durchreise sind. Wie viel Energie habe ich noch? 500 passt. Mittlerweile ist ein Haufen 8 Tomahawks an Bord. Ich weiß, die habe ich ja irgendwann auszusehen wahrscheinlich eingesammelt. Hurricane, Mantis. Na gut, die besondere Entdeckung habe ich noch. Ich habe 1-2 Gigajoule-Schild an Bord. Das nimmt mir einen Haufen Frachtraum weg. Ich weiß nicht, warum ich das an Bord habe. Also ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich glaube, das werde ich bei Gelegenheit mal verkaufen. Das habe ich wahrscheinlich eingeladen, weil ich es irgendwo mal ein... Stimmt, ich wollte das, glaube ich, in die Aquilo einbauen. Oder, nee, halt, richtig. Das habe ich mitgenommen für die Aran. Ah ja, okay, Grober, wir haben mal wieder gleichzeitig den... Ich bin ausnahmsweise mal selbst drauf gekommen. Stimmt, den hatte ich dafür dabei, aber das wird ja jetzt erstmal nichts. Kaufst du mir das ab? Könnten es mal probieren. Sie sprechen mit. Welches dieser Auftrag sollte kein Problem. Komm, wir probieren es mal. Sie sprechen mit dem Auto. Was willst du hier? Mag sein, dass Sie diese Aufgabe. John Furco Hauptquartier. Die Hauptquartiere kaufen einem ja normalerweise alles ab, was man an Bord hat. Weil, wenn das mit der Aran dann mal klappt, dann hole ich ein neues, weil das sind 222 Frachtraum. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen auf dieser Station von ja. John Furco. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wie sollen wir auch meine Raketen hier wegnehmen? Die nehmen Hurricane nur. Rakete verkauft. Und Mantis weg. Rakete verkauft. Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe. Die Hummel könnte ich noch gebrauchen. Die Tomahawks brauche ich eigentlich auch nicht. Tomahawk-Rakete verkauft. Moskitos, meinst du, soll ich sie verkaufen? Ja, eigentlich schon. Ich benutze ja nur die Wespen. Moskito-Rakete verkauft.
Du hast recht. So, da wir noch keinen Bioscanner haben, installiere ich den. Ich weiß zwar nicht Bioscanner warum, aber installiert. besser haben und nicht brauchen als umgekehrt, ne? Dann sind wir jetzt voll ausgerüstet. So, dann schauen wir nochmal hier nochmal vorbei. Wie schaut's aus mit dem Schiff? 26 Minuten noch. Wie schaut es bei unseren zwei Freunden aus? Wann treffen sie sich? Mammut ist in zweifelhafte Forderung und Balke ist im Priesterschutzort. Er ist hier. Er ist hier. Oh, die sind gar nicht mehr weit auseinander. Sie nähern sich an. Die lang ersehnte Vereinigung werden wir noch mitbekommen. Chipkomplex blinkt immer noch. Ich glaube, ich sollte das echt. Jetzt ist es der andere, weil ich immer zu wenig Silizium habe. Ich glaube, ich sollte das echt machen. Komm, wir machen das. Dann blinkt er jetzt eine Weile. Hierfür im Besitz. Einkauf. Er ist schon wieder voll. Wenn der nicht voll ist. Ich meine, bei dem war ja das Problem, dass der keine Navi-Software an Bord hatte, gell? Ja. Der hat zwar den Sprungantrieb drin, aber hat keine Navi-Software, deswegen hat er oft keine Unsere hiesige Energiezellen an Schiffswerft Bord. nimmt Schrottreifeschiffe zu günstigen Konditionen ins Auge. Kriege ich denn die Navi-Software? Ja, weiß es gar nicht. Ja, kriege ich. Dann. Dann fixen wir das mal. Regt es mich nämlich doch ein bisschen auf. Irgendwas sieht aus. Ausrüstungsdock. Andockerlaubnis erteilt. Erinnere mich bitte dran, falls ich es vergesse, dass ich die wieder losschicke. Den hier, der, das soll jetzt erstmal zurückfliegen. Der ist schon in Drantor, ist gleich da. Da muss ich dran denken. Dran denken. Das dauert nämlich nicht lang, wenn der angekommen ist, dass ich den dem Sprungantrieb verpasse. Damit der Chipkomplex ein bisschen besser läuft. Ich hab's jetzt kann ich es einfach nicht mehr ignorieren. Ich muss da was tun. Ich kann es nicht ewig gelb blinken sehen. Das regt mich sonst nur auf. Sagte er, während hier alles gelb blinkt. Aber das ist ja ein anderer Grund. Okay. Gibt es hier noch was zu tun? Nein. Autopilot deaktiviert. So, was Sie sprechen freie mit dem Motor. Argon-Handstation? Da hat man schon gefragt. Sie Erzmine, was sprechen mit dem bietest Hochmast du aus. an? Folgendes benötigen wir. Es mag sein, dass Sie 10 diese Aufgabe Millionen. etwas problematisch finden Komm, werden. wir Glauben Sie, probieren dass es. Sie da. Ranch Alpha Polarstern. Achtung, eines Ihrer Schiffe wird angegriffen. Ich habe keine Ahnung wo. Oh Mann. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ist doch Kacke, wenn so eine Meldung kommt und dann durch einen Tastendruck abgebrochen wird, während man gerade Erreiche Einstellungen macht. Polarstern. Ranch L Alpha. Kann jetzt auch nicht gucken, ich muss mich hier drum kümmern. Transferiere jetzt die Waren. Erzmine M-Beta, die war glaube ich auf der Seite. Genau, das Osttor ist der schnellere Weg. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Ist auch gut Geld, was wir hier Erreiche jetzt einnehmen. Aguilarsgürtel. Erzmine M-Beta. Und dann kann ich mich darum kümmern, welches Schiff von mir schon wieder abgeschossen wurde. Vermutlich, so ganz spontan vermute ich, das war in irgendeinem Paranidensektor. Irgendeine Paraniden, Deimos, Nemesis, was weiß ich was. Irgendwie sowas. Odyssee. Irgendwie sowas hat mich da abgeschossen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten. Wir Verbindung eingehende Nachricht. Ja. Oh.
Das hat mich ganz übel gekostet, hey. Bei ein paar Aniden wäre ich fast wieder einen Rang abgestürzt, bin jetzt bei 0%. Muss mal wieder was für die Paraniden erledigen. So, aber Nachrichtenlog. Wir hüpfen dann jetzt gleich mal im Paraniden-Sektor. Transferiere Ware. Für die Passagiere des Fluges 430. Bitte begeben Sie sich umgehend zu Gate. Okay, 3. Es scheint. Ich wiederhole. Letzter Aufruf für die Passagiere des Fluges. Kein Schiff zerstört worden 4, zu sein. 3.0. Bitte begeben Sie sich umgehend zu Gate 3. Ist nichts zerstört worden. Zumindest ist nichts im Log drin. Vielleicht blinkt da noch irgendwas. So auf den ersten Blick nicht. Nö. Ja gut, umso besser. Vielleicht war es irgendein Unihändler, der irgendwo angegriffen worden ist, dann aber wieder rausgesprungen ist. Warum ist der immer noch in Metafantasie Delta, der Unihändler 5? Was macht denn der? Hat der angehalten? Natürlich hat er der angehalten, aber warum? Du solltest nach Blauer Rüssel fliegen. Warum hat er da angehalten? Habe ich den das letzte Mal zum falschen Sektor geschickt aus Versehen? Scheint fast so. So. Oh, Priester Schutzort ist ein großer Sektor. Da braucht er lange, bis er durch ist. Ich wollte gerade was machen. Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Wollte gerade was tun. Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich vergessen. Ah, Paraninaufträge, ja, genau. Autopilot deaktiviert. So, ja, komm. Wir springen einfach hier runter. Ne, heiliges Relikt ist mir zu groß, da ist mir nichts los. Hier ist auch nichts los. Hier ist Rückzug. Schauen wir hier mal vorbei. Stromantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ein, zwei Aufträge machen, damit ich von diesen 0% wieder ein bisschen aufsteige, ein bisschen Luft habe. Nicht, dass da der Rang wieder. Gut, eigentlich so der nicht immer direkt komplett runtertrocknet. Sie sprechen mit dem Gut, von Boron will ich ja eh nichts machen. Ich bin hier, um für Paraniden zu arbeiten. Säuerei, M, Delta. Ja, tut dir keinen Zwang an. Sie sprechen mit dem Ist in Ordnung. So, wie viel Energiezellen habe ich noch? 355. Aber wenn wir gerade hier sind, können wir dann kaufen wir kurz ein. Sonnenkraftwerk, M, Alpha. Kurze Shoppingtour. Vorgang erfolgreich. Im Namen in Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, weg mit. Gut, hier gibt's nichts. Dann fliegen wir. Moment, wo kommen wir im Osten? Ruhe des Pontifex. Ja, Osten ist okay. Fliegen wir da mal rüber. Vielleicht gibt es da einen schönen Auftrag, damit ich eben von diesen 0% runterkomme. Ich möchte keinen Rang verlieren. Eigentlich müssen wir noch einen Rang gewinnen. Damit ich Marines kaufen kann, auch wenn ich jetzt keine Marines kaufen will. Aber das war ja vorhin das Problem. Schwarmraketen, Alpha. Sie sprechen mit. Wir für alle benötigten Informationen. Nee, das ist zu billig, der Auftrag. Sie sprechen mit dem. Lassen derzeit die von Ihnen. Eladi möchte ich ja auch nicht arbeiten. Ich will für euch arbeiten. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Sind Sie in der. Sie ja, das sind so Billigheimer Aufträge. Nee, Asteroidendaten will ich Sie auch nicht. Na ja, super. Nochmal ein Teladi. Na ja, komm, dann fliegen wir halt doch Südtor zur himmlischen Offenbarung, wenn wir gerade hier sind.
Ich schau mal weiter. Erreiche himmlische Offenbarung. Gibt's nichts zu tun, doch. Sie sprechen mit dem Automat. Was bekümmert den Unabwehr? Erlaube Ihnen die Ich brauche doch keine Sektordaten. Vielleicht hat er die Säufer was zu tun. Also was sich lohnt. Keine einfachen Aufträge für 100.000. Sie sprechen mit dem Opfer. Sie gebündelten Informationen werden dem unwürdigen Piloten. Ach, das ist was für die Piraten. Ah, jetzt sehe ich es auch. Nein, das will ich nicht tun. Okay, Die Zitadelle des Herzogs ist immer noch in Rot. Gutes Ausrüstungsdock. Das ist blöd. Hier ist Rückzug warmer. Gesegnete Feuer will ich nicht. Reicht es gerade nicht. Komm, reicht es Kardinals mal rein. Schau mal, ob es hier was gibt. Wird er irgendwo einen Auftrag geben, den wir für die Paraniden erledigen können, der einigermaßen gut bezahlt ist. Ja, geilen Bauauftrag. Dann fliegen wir doch gerade. Gibt's im Osten? Na gut, Schiffswerft, Ausrüstungsdock, Handelsdock. Vielleicht ist da was dabei. Wir dürfen auch das Rendezvous nicht verpassen. Erreiche Reich des Kardinals. Noch ein Bauauftrag. Paranid Ausrüstungsdock. Deswegen immer mal wieder reinschauen. Der ist immer noch ein Priesterschutzort. Der ist mittlerweile schon im Turm der Finanzen. Okay, da braucht er auch eine Weile, bis er durch ist. Aber das sind jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 Sektoren sind sie noch auseinander. Gut, der ist demnächst durchs Tor durch. Wie gesagt, der wird noch eine Weile brauchen, bis er durch den Sektor durch ist. Das ist ein kleiner, da sind sie schnell durch. Auch ein kleiner, sind sie auch schnell durch. Je nachdem, ob die jetzt so rumfliegen. Wobei, das ist wahrscheinlich der kürzere Weg. Das sind alles kleine Sektoren. Es geht relativ schnell. Also es dauert nicht mehr lange. Sobald sie durch diese beiden großen Sektoren durch sind, wo der Fall gefragt jetzt als erstes durch sein wird, dann wird er relativ schnell die anderen Sektoren durchfliegen können. Sie sprechen mit dem Moment, bin ich jetzt schon bei den Split? Nein. Eben. Gerade schon gedacht. Aber hier gibt es nichts Interessantes. Also fliegen wir noch einfach mal eins weiter. Vielleicht haben wir hier noch einen Auftrag. Also ich will für die Aufträge machen. Aber nur so Billigheimer Aufträge. Wäre schon mit einem durchschnittlichen für 1 Million, 1,5 Millionen zufrieden. Aber nicht mal das kriegen wir gerade angeboten. Reich des Kardinals, Epsilon. So, hier haben wir zumindest zwei potenzielle Aufgaben. Sie sprechen mit dem Was wir gebündelten Informationen werden dem unwürdigen Piloten. 8 Militärangestellte müssen sofort an die Front, das machen wir. So, Moment, hier ist ein Pirat mit einem Amun-Prototyp, interessant, dass die Schiffe auch haben. Hatten, wie ich gerade gesehen habe. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay, Chroma, meinst du einen Sprachchat? Den hatte ich vorhin schon erstellt. Einen Sprachkanal. Oder meintest du einfach noch einen Textraum? Weil das hatte ich noch nicht erstellt, das stimmt. Wo müssen wir überhaupt hin? Ruhe des Pontifex, da springen wir runter. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Erreiche Ruhe des Pontifex. Ah, hier ist noch. Split nicht mit. Was ist ein Split? Warum ist ein Split sauer auf mich? Was ist denn das für ein Kollege? Oder ist das ein Pirat? Ich meine, hier steht nur. Ausbildungseinrichtung. M. Alpha. Hier steht nur erweiterte Version, aber ach, stark im Arm. Ha, okay, verstehe. Dachte gerade, warum sind dieser auf mich?
So. Mission erfüllt. Gut. Dann sind wir an der halben Stunde angekommen. Dann haben wir das erledigt und haben unseren Rang um 34%. Wow, das ist viel gewesen. Nach oben gepusht. Dann haben wir da jetzt wieder ein bisschen Luft und laufen nicht Gefahr, gleich wieder einen Rang zu verlieren. Und hier kommt noch eine Nachricht. Hauptquartier hat keine Produktionsaufträge. Das werde ich jetzt im Übergang zur nächsten Folge machen. Dem Mammut nochmal einen Versorger zuweisen. Das neue Schiff, das wir gebaut haben. Also mal an der Stelle einen Cut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann müsste das große Rendezvous stattfinden zwischen Freigefrachter und Mammut. Das wird eine sehr innige Liebe sein. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.